Ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Heimspiel des Chemnitzer FC gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig. Ich begrüße euch hier im Pressekonferenzraum und unsere Sponsoren in den VIP-Räumlichkeiten, genauso wie ich unseren Cheftrainer hier oben begrüße und den Gästetrainer Almedin Chiba, den ich auch direkt um sein Fazit zum Spiel bitte. Ja, erstmal guten Abend von mir auch. Fazit zum Spiel. Die ersten 15 Minuten war sehr, sehr wild, sehr intensiv, wo Chemnitz uns dann versucht hat, unsere eigene Hälfte zu drücken. Und nach 15 Minuten haben wir vom Spielerischen uns dann gelöst und machen auch dann irgendwann durch den Elfmeter das 1-0. Spielen eine sehr gute erste Halbzeit. Ich denke, dass, also muss ich mal noch meine Bilder sehen, auch einen zweiten Elfmeter geben muss. Zweite Halbzeit fangen wir wieder sehr stark an. 2-0, spielen auch einen guten Fußball. Klar, der Gegner ist natürlich Chemnitz FC, haben eine riesen Qualität, dass es von deren Seite auch Angriffe gibt, die wir dann zur Ecke klären und sehr gefährlich bei Ecken und Standards sind, das wussten wir, wo wir da schon unterlegen waren. Ja, und nachher nahm 2-1 durch ein Kopfballtor, ist es natürlich sehr, sehr schwierig für uns, alles zu verteidigen, weil jeder Freistoß, jede Ecke hat gebrannt. Nicht nur, dass die kopfballstarke Spieler haben, sondern auch, auch zwei, drei Leute, die sie sehr, sehr scharf reinspielen können. Da haben wir natürlich geschwommen, aber eben meines Erachtens nur durch Standards. Wir haben aber versucht, immer wieder dann zu befreien, wo wir den Ball halten. Und das zweite Tor, dann auch wieder Ecke, Torwart klärt und Okan trifft den Weltklasse rein, 2-2. Was danach passiert ist von den Jungs, dass man nicht aufgegeben hat und das 3-2 macht. Und nachher weiter eben jeder Ball nach vorne und jeder gefährlich. Das ist dann einfach nur Hut zu ziehen von den Jungs, was die gemacht haben. Insgesamt denke ich schon, dass das eine sehr gute Regionalliga-Spiel war. Vom Tempo, vom Aggressivität, von der Stimmung her hat einen riesen Spaß gemacht. Und wenn man dann 3-2 gewinnt, dann freut man sich und sagt, okay, gut, fürs weitere Saisonverlauf, dann soll es so sein. Aber zwischendurch, klar, Herzattacke nahm 2-2, aber wie wir wieder zurückgekommen sind und auch die letzten 2-3 Schüsse aufs Tor geklärt haben, wie gesagt, weil ist schwer zu verteidigen. Und ich bin glücklich, dass wir es gedreht haben, gerade nach den schwierigen Spielen, die letzten Spiele. Und Oktober ist sehr, sehr schwierig für uns mit den 7 Spielen und gerade, glaube ich, 6 auswärts. Und wir freuen uns riesig, gerade jetzt auswärts gegen so eine starke Mannschaft wie Chemnitz 3 Punkte zu holen. Hätte uns vorher einer das gesagt, hätte man gesagt, ja, okay, Punkt ist nicht schlecht, aber 3 nehmen wir mit. Und am Ende, ja, kann so oder so ausgehen, aber wenn man dann 3-2 gewinnt und wieder zurückkommt, dann ist das für mich auch verdient. Danke. Herr Chiba, vielen Dank auch Ihnen. Dann, wie hast du die Partie gesehen? Ja, also ich glaube, man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass die Jungs dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Wir waren sehr dominant, hatten sehr gute Ballbesitzphasen, wie Almedin es gesagt hat, haben Lok in die eigene Hälfte gedrängt und waren die spielbestimmende Mannschaft ab der ersten Minute an. Das muss man ganz klar so sagen, haben mit Anders Schala, ich glaube, in der 15. Minute eine 100%ige Torschance, wo er freistehend zum Abschluss kommt. Da musst du, wenn du so ein Spiel gewinnen willst, vielleicht auch mal in Führung gehen. Dem war nicht so. Ab dem Elfmeter ist Lok besser ins Spiel gekommen. Also das war quasi so ein bisschen der Dosenöffner für Lok. Die letzten Minuten, erste Halbzeit, haben wir nicht so gut gespielt. Da war Lok definitiv besser. Die letzten 10, 15 Minuten in der ersten Halbzeit. Wie gesagt, nach dem Elfmeter, dann haben wir uns für die zweite Halbzeit sehr, sehr viel vorgenommen und bekommen kurz nach Anpfiff, ich weiß nicht, 50. Minute oder wann es gewesen ist, bekommen wir dann das 2-0 gegen uns. Und dann muss ich der Mannschaft einfach ein ganz großes Lob aussprechen, weil die meisten Mannschaften brechen dann einfach auseinander. Und unsere Jungs haben das nicht getan, haben zielstrebig weiterhin nach vorne gespielt, haben dann das 2-1 erzielt, haben das 2-2 erzielt und dann muss man einfach sagen, dass uns dann vielleicht dasselbe passiert ist wie in der ersten Halbzeit auch. Wir waren sehr spielbestimmt, dominant, viel Ballbesitzphasen gehabt,
Und dann wurden wir vielleicht auch in der ersten Halbzeit ein wenig zu euphorisch, weil auch da hat die Restabsicherung nach unseren Abgriffen schon nicht so gestimmt, wie sie hätte sein sollen. Dadurch wurde Block in der ersten Halbzeit durch Konter gefährlich und vielleicht war das auch der Grund in der zweiten Halbzeit nach dem Ausgleich, dass wir da auch zu euphorisch waren und dann da das 3-2 bekommen. Es tut natürlich sehr weh und ist sehr bitter, aber haut uns jetzt nicht komplett um. Es wird heute Abend wehtun, es wird morgen früh wehtun. Die Jungs haben einen super Fight abgeliefert, ein tolles Spiel abgeliefert. Und zum Schluss haben wir auch noch zahlreiche Möglichkeiten gehabt, um aufs 3-3 zu gehen. Das ist uns leider verwehrt geblieben. Nichtsdestotrotz können wir auf der Leistung, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, definitiv aufbauen. Vielen Dank. Danke, danke auch dir. Kurze Korrektur noch von uns. Wir hatten den Torschützen zum 1-2 Kilian Baluka angesagt. Wir haben nochmal nachgeschaut und umgehört. Felix Schimmel hat das Tor erzählt. Das wollen wir nicht verschweigen. Gibt es sonst Fragen zur Partie gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig? Dann kommt das Mikrofon. Gerne kurz Name und Medium, für das Sie arbeiten. Dann geht's schon los. Patrick Franz vom MDR, genau. Frage an beide Trainer. Für mich wirkt es die ersten 60 Minuten schon so, dass man einen klaren Unterschied gesehen hat zwischen einer Mannschaft, die sich aufmacht in die Spitzengruppe, und einer, die sag ich mal, schon mehr im Mittelmaß steckt. Denn für mich wirkt die Lok deutlich reifer, sowohl spielerisch als auch taktisch in der Restverteidigung. Wie haben das die beiden Trainer gesehen? Wer legt los? Ja, ich kann nur von meiner Mannschaft sprechen und wie gesagt, bis zum 2-1 habe ich gerade gesagt, wir sind fußballerisch sehr, sehr stark. Wir wissen, wann wir vorne angreifen, wann wir im Mittelfeld pressen und wenn wir uns zurückziehen konnten, dann war sehr stark. Gerade mit Theo Rangelopp und auch mit Fufa, wenn er reinkommt. Und ich kann mir nicht anmaßen, wen Sie jetzt meinen, Spitzengruppe und hin und her. Also ich kann nur von meiner Mannschaft reden, dass wir schon Fußball spielen können und immer Fußball spielen wollen. Manchmal gelingt es nicht, aber das haben die sehr, sehr stark gemacht. Und nachher, ich habe es gerade erwähnt, nach dem 2-1 ist natürlich schwierig, ins Fußballspielen reinzukommen, weil man muss auf die zweiten Bälle achten, die Kopfbälle achten. Und eben den Kampf annehmen. Das haben wir in Auerbach schon gemacht und heute wieder. Und das ist das, was uns dann ausmacht, dass wir auch kämpfen können. Und ich denke auch, dass man den Jamal Siane das 3-0 macht, ja, wo dann sind die Lichter aus, so böse wie das auch klingt. Und das war, glaube ich, von einem Meter. Und ich weiß jetzt nicht, ob Jakub auf den hält oder einen Fuß dazwischen war. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Deswegen. Die Frage war auch ja von MDR vorhin im Fernsehen, ob man dann nach dem 2-0 sauer ist, weil man 2-2 bekommt. Bin ich nicht, weil es ist eine starke Mannschaft, die Eingaben spielen kann. Die haben eine Qualität und die zu verteidigen ist sehr, sehr schwierig. Als Andis rausgegangen ist, habe ich gesagt, oh Gott sei Dank, ja, weil ich kenne ihn ja auch 3-4 Jahre, weil das ist schwer zu verteidigen. Aber dieses dann immer wieder von hinten raus spielen, immer wieder dann Pässe in die Tiefe und dem Gegner wehtun. Das wollen wir beibehalten. Es wird nicht immer klappen, aber wir sind auf einem vernünftigen Weg. Also um es kurz zu fassen, glaube ich, dass eine Mannschaft heute sehr effektiv war und die andere halt nicht. Und das hat den Unterschied heute ausgemacht. Gibt es weitere Fragen zur Partie gegen den 1. FC Lok? Knut Berger. Ja, ich muss jetzt nochmal auf die Torschützensituation zurückkommen. Haben wir jetzt den Spielbericht hier vorliegen? Da steht jetzt noch Kilian Baluka drin. Wird es jetzt nochmal geändert oder wie müssen wir das jetzt? Das sind eigentlich für uns die Offiziellen, da müssen wir nochmal nachschauen, wer hier was wem angibt. Das müssen wir dann nochmal klären. Nehmen wir alle drei nochmal ins Gespräch. Schiedsrichter, Baluka und Schimmel. Aber es ist gut zu wissen. Ich habe ihn ja noch nicht. Gut. Also ich habe einen guten Kollegen ja auch. Sehr gut. Wenigstens einer passt auch. Gibt es weitere Fragen? Das sieht doch Patrick Franz im Bär nochmal. Theo Obidi hat heute beim CFC auch den Elfmeter rausgeholt. Insgesamt hat er ja mehr Scorerpunkte als jeder Chemnitzer Spieler. War es vielleicht ein Fehler, ihn abzugeben?
Was ein Fehler, Theo Bidi abzugeben. Man muss sagen, dass ein Spieler ja auch in das System passen muss, ein Spieler sich wohlfühlen muss. Theo Bidi ist ein sehr junger Spieler, der mit dem Wunsch auf uns zugekommen ist, den Verein verlassen zu wollen. Das darf man auch nicht vergessen. Also von daher ist es nicht so, dass wir proaktiv auf Theo zugegangen sind, sondern Theo sich beruflich verändern wollte und ein Studium anfangen wollte in Leipzig und das als Grund mit angegeben hat, dass er gerne sich dort sportlich verändern möchte. Da muss ich auch einfach nur bestätigen, Theo kenne ich schon von Magdeburger Jugend und ich wollte ihn schon bevor er zu Chemnitz gekommen ist, wollte ich Theo haben und der hat bei uns damals unterschrieben, dann ist Chemnitz abgestiegen aus der dritten in die vierte Liga, dann ist er doch zu Chemnitz gegangen und Theo, sein Wunsch war immer in Leipzig sein Immobilienstudium zu machen und da muss ich die Kollegen von Chemnitz dann doch, was heißt in Schutz, ist ja schwachsinnig, aber ich finde es eine Riesengeste von dem Verein und von den Verantwortlichen, so einen jungen Spieler, der so talentiert ist, seinen Wunsch nachzugehen. Und ich kannte Theo, wie gesagt, und wir wussten, was für Problematiken auf uns zukommen. Nicht mit seiner persönlichen, sondern der ist ab Montag, geht er ja zur Schule. Das heißt, er wird Montag, Dienstag nie zum Training kommen können. Aber wenn ein 20-Jähriger so einen Wunsch hat und der Verein ihm das ermöglicht, dann muss ich einfach nur sagen, haben wir in den Situationen Glück gehabt, genauso wie ein Jahr vorher Chemnitz Glück gehabt, dass sie ihn gehabt haben, weil die ihn dann doch bekommen haben, weil sie abgestiegen sind. Aber das ist ich hätte es auch so gemacht, eine Riesengeste und da hoffe ich nicht, dass man irgendwie die Verantwortlichen da dass es ein Bumerang wird. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, ja. Und weil der Junge ist sehr, sehr anständig und hat immer gesagt, das ist sein Wunsch. Und der Verein ist ihnen entgegengekommen und wir sind einfach die Glücklichen. Die schweren Zeiten kommen jetzt, das ist ab Montag. Die Zeit, wo er eben eine Doppelbelastung hat und haben wird und müssen dann gucken, wie ein 20-Jähriger darauf reagiert. Sind noch Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann ganz herzlichen Dank Ihnen, euch, unseren Gästen in Wirbräumlichkeiten und genauso unseren Gästen noch einen guten Heimweg zurück nach Leipzig und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier im Stadion. Macht's gut, tschüss. Okay.